Hi Leute, ich weiß nicht, wann ich dieses Video veröffentlichen werde, aber ich bin 6 Stunden sind wir gefahren, ne? Nein, weniger. Wir sind weniger als 6 Stunden nach Berlin gefahren, heute um morgen das Musikvideo für Bastis neuen Song zu drehen. Und dann fahren wir am Mittwoch wieder zurück und ich bin so aufgeregt, ihr wisst nicht, ich bin noch nie wegen einem Musikvideodreh so weit weggefahren. Wir waren in Köln, war so egal, und jetzt sind wir hier in Berlin. Und ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber ich nehme euch bei der ganzen Reise jetzt mit. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind gerade erst angekommen im Hotel. Tobi ist noch hier mit seinem Vater. Ihr seht einfach, weil alles noch da ist und wir gehen jetzt gleich erstmal essen. Wir haben jetzt eingecheckt und jetzt habe ich mir den ganzen Schmink ausgeräumt. Wir haben auch wirklich nur einen Stopp gehabt. Von den ganzen 5 Stunden irgendwas. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mit. Okay, Leute, wir gehen jetzt essen. Das ist Bastian Stein. Oh, er musste doch nicht viel machen. Wir gehen jetzt was essen. Und beim Essen wartet dann Tobi auf uns. Und dann essen wir dicke eine Pizza oder sowas. Laufen wir? Gehen wir hier rum? Sehr ehrlich, warte. Are you nervous for tomorrow? Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Ja. Morgen, zweites Musikvideo. Das wird cool. Are you ready? I'm ready. Gut. Wir wissen nicht, ob wir hier richtig sind, aber Basti sagt, doch, oder? Sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Der Basti kennt sich doch. Leute, soll ich euch mal was sagen? Komm, erzähl. Das hier war das Hotel, wo ich damals war, als wir beide aus Germany waren. Und es kommen alte Erinnerungen hoch. Scheiße, er wurde nicht genommen, weil er so schlecht ist. Jetzt hat sich keiner umgedreht. Wir sind jetzt 10 Minuten durch Berlin City gelaufen mit dem Bastian Stein. Und die warten ja bei uns in der Pizzeria. Ich weiß nicht, wo ich die Pizzeria auffinden soll. Aber, egal, alles gut. Wir machen das schon dann. Ich habe so Hunger, Leute. 5 Stunden 40 gefühlt durchgefahren. Ein Stopp an der Tankstelle wegen Tanken. Mehr war da nicht. Es ist grün, Leute, es ist grün. Und jetzt essen wir. So, wir sind da. Guck mal, wer da ist, Leute. Wow. Leute, wir haben jetzt unsere Pizza. Wir machen alle Getränke. Und Mamas Pizza ist noch nicht da. Wir essen jetzt danach, gehen wir auch wieder zurück ins Hotel. Wir sind jetzt draußen. Unsere Pizza war sehr lecker. Mama hat nicht aufgegessen. Und jetzt, keine Ahnung, was wir machen. Wir laufen jetzt hier, glaube ich, rum. Wir müssen nämlich noch auf jemanden warten. Leute, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe meine Schuhe vergessen. Ich muss jetzt mit diesen hässlichen, ekelhaften Axt umlaufen und ein Musikvideo drehen. Leute, we are back in the hotel. Ich sag euch ehrlich, ich komme nicht darauf klar, dass ich wirklich meine Schuhe vergessen habe. Ich kann mit den ranzigen Axt nicht aufs Musikvideo. Auf gar keinen Fall. Ich muss mir morgen irgendwelche Dunks kaufen oder so. Guten Morgen, Leute. Wir haben 7.18 Uhr. Und das heißt, ich mache mich jetzt ready. So, Leute, meine Haare sind jetzt fertig. Ich hoffe, die bleiben so. Ich habe auch schon einen Primer aufgetragen, den von Milk. Und jetzt schminke ich mich ganz schnell. Leute, ich bin jetzt zum Tageslicht gegangen, damit ihr mein Make-up seht. Ich mache noch meine Lippen gleich und meine Wimpern. Und ich werde in 10 bis 15 Minuten abgeholt. Und dann treffen wir uns unten. Und dann habe ich Hunger. Ich hoffe, wir bestellen Essen am Set, weil frühstücken waren wir jetzt nicht. Das war auch nicht so schlimm. Also doll habe ich keinen Hunger, aber ich brauche auf jeden Fall gleich was zu essen. Ich zeige euch mein Outfit, meine Jacke. Also die ich anziehe und halt meine Jacken so. Es regnet ein bisschen. Ich glaube, hier so sieht es auf jeden Fall aus. Und dann muss man mir noch neue Schuhe holen, weil mit meinen Axt, wie gesagt, wie ich gestern Abend schon gesagt habe, ich kann damit nicht auf Video gehen. Die sind so ranzig. Guten Morgen, doppelt. Nochmal drüber. Hallo Leute, wir drehen jetzt TikToks und ich wollte noch mal kurz mal noch mal sagen, dass ich gut aussehe. Eine Schweigeminute. Ja, für dich. Da ist jetzt Bastian Stein. Und ich muss auch Schuhe kaufen, habe ich jetzt auch schon zum 20. Mal erwähnt. Ich weiß auch nicht wieso. Wir haben auf jeden Fall gerade schon TikToks gedreht. Und ich muss noch Schuhe kaufen. Zum 100. Mal jetzt schon erwähnt. Außen! Meine Jacke fällt runter, Tobi! Ah! Halt sie mal! Welche Jacke, Digga? Meine fette Jacke. Jan. Ja, nee, geht gerade nicht. Ah! Oh mein Gott. Ich habe alles in der Hand. Ja, das ist wild. Kann ich aber nicht anschnallen, ne? Ja, ich kann nicht mehr. Ich sitze im Auto. Ich kann nicht mehr. Es ist sehr eng. Es ist wirklich sehr eng. Und jetzt geht's los. Wie cool ist das bitte? Hier ist einfach Coca-Cola. Oh mein Gott, wie geil. Wir sind jetzt bei Coca-Cola. Wir haben das geklärt. Und jetzt fahren wir Schuhe holen. Der spannende Teil meines Vlogs. Leute, wir sind jetzt ganz schnell in der Berliner Mall. Wir wurden gerade rausgelassen. Ich habe so richtig Bock auf so einen Starbucks. Meine Haare werden so kaputt sein. Hier ist meine Mama. Und jetzt gucken wir nach irgendwelchen Schuhen, die nicht so schlimm aussehen wie meine Axt. Egal welche Schuhe, ich ziehe heute alle an. Egal welche Marke,
Ihr wisst eigentlich alle, dass mein Herz, Nike meine ich, aber alle, das geht heute auch. Leute, wir haben keine Schuhe gefunden. Es gab keine schönen, weil ich sehe dann nämlich bei anderen, das ist Geldverschwendung. Und es waren aber auch eigentlich keine da, die so zu meinem Outfit gepasst haben. Wimpern und Lippen sind gemacht und jetzt geht's los. Ich habe auch eine Lederjacke angezogen. Ich bin richtig nervös. Leute, irgendwie kommt der Wind in mein Gesicht, obwohl Tobi eigentlich so einen richtig tollen Windschutz hat, kriege ich trotzdem Wind ab. Wir sitzen jetzt in unserem richtig coolen Van hier. Boah, Leute, es ist fucking kalt. Wir werden jetzt entführt, aber wir bekommen V-Bucks für Fortnite. Yeah. OMG. Leute, wir gehen jetzt zum Videodrehen. Lauf nicht durch meine Kamera! Ich geh unter Handy. Wow, es geht los, Leute. Ja. Oh mein Gott, Leute. Jetzt besser oh mein um Gott! Dich. Das weiß ich, bei wem du gerade bist. Das oh mein ist Gott! Und trotzdem schreibe ich das hier für dich. Augen hat seine Haare, hast du mir ein gutes Gefühl. Und alles, was ich noch sagen will, ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Wir sind jetzt hier in so einem Porsche-Teil. Wir dachten, dass wir was zu essen bekommen. Ja, Leute. Da haben wir aber nichts zu essen gekriegt. Jetzt werden wir uns auf, was sie sagt, eine Sequenz noch. Zwei, schon 4, 5 Sequenzen. Egal. Dann sind wir dran. Also wir dran und dann habe ich Hunger. So, jetzt geht's los. Jetzt sind Tobi und Emma an der das Reihe. Knapp tatsächlich. So, und go, es geht los. So, und Emma, Tobi? Ich glaube, die haben Spaß. So, da ist dann auch schon die nächste Szene von den beiden. Ich auch. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Okay, Leute, die Emma, die hat jetzt ihre Einzelszene. Und macht es Spaß, Emma? Ja. Sehr gut. So, Jacke ist aus und jetzt geht's auch dann los. So, und dann geht's jetzt wirklich los. Und bitte. So. Auf geht's. Wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Tourist ist fertig, wir hatten jetzt Einzelszenen und jetzt geht's weiter. Leute, jetzt sind wir in der nächsten Location. Das ist gerade ausgeschlossen, richtig cool hier, ist aus so einem Restaurant. Also vielleicht können wir ja gleich auch direkt essen, weil mein Hunger, Leute, es wird immer schlimmer. Bei uns geht es auch direkt weiter. Tobi und ich müssen jetzt drehen. Diamant, smaragdgrüne Augen. Ja, da sind sie, original, live, 4K. Leute, wir haben gerade eine Liebesszene gedreht. Ja, unfassbar süß. Ja, unfassbar süß. Und jetzt gehen wir erstmal was essen. Ich habe jetzt fast 2 Stunden auf dieses Essen gewartet. Das werde ich genießen. Ich habe auch so Hunger, Leute. Ihr wisst nicht. Ich habe so Hunger. Ich habe mich gerade so beschwert wegen Hunger, aber jetzt habe ich Overkill gesehen. Wir gehen halt sofort rein. Das sind Schuhe, Leute. Entweder wir kaufen jetzt Schuhe oder wir gucken einfach nur. Ich habe keinen Hunger mehr. Overkill. Jetzt habe ich einfach Hunger. Oh mein Gott. Leute, wir sind hier jetzt. Und Tobi, wie findest du es? Richtig cool, muss ich sagen. Wir sind jetzt in dem Frauengeschäft hier vorne und jetzt gucke ich wegen Schuhen. Eigentlich wollte ich Alias Campus in schwarz-pink, aber die gibt es nicht mehr. Aber guck mal her, diese Schuhe, diese Vans sehen doch auch krass aus einfach. Ich weiß nicht. Leute, ich habe jetzt die Schuhe gekauft. Ja! Leute, wir sind jetzt hier gibt es Burger, hier gibt es alles und jetzt bestellen wir. Wir haben Basti gerade auch schon gewinnt, der ist fleißig am Filmen. Wir machen erstmal eine Pause. Wir dürfen erst anrufen, also wir können jetzt ganz gechillt machen. So, ich habe hier eine Red Bull, Mama hat eine Cola. Probiert wie immer eine Apfelschorle. Cola. Oh, mein Essen. Ja, danke. Danke. Ich habe hier so eine Dönerbox mit Fleisch und Pommes. Und sonst alle haben Döner. Wir sind jetzt am Mauerpark. Das ist jetzt die neue Location für den nächsten... für die nächsten paar Szenen und wir laufen jetzt alle zusammen hin. Und das ist wirklich so eine coole Location, weil hier alles so voll gesprayt ist und so, es ist cool. So, da haben wir die neue Location und eine neue Szene. Richtig mega. Mega, Leute. Okay, Leute, wir sind jetzt hier fertig. Richtig cool.
Leidigkeit war schon cool, oder? Ja, war richtig cool, aber richtig anstrengend. War echt anstrengend. Jetzt machen wir noch unsere Goodbye-Szene. Ja. Goodbye-Szene? Ja, weil wir uns trennen, offiziell. Warum denn? Ja, weil ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Wir sind jetzt auf der Brücke. Hi, Silke, hier gerade. Wir sind jetzt hier auf der Brücke, wo wir jetzt die Endszene drehen. Leute, ich mache jetzt Schluss bei Emma, weil ich verbock auf sie, also. Scheiß drauf! Deine Augen, hast deine Art, hatte mir ein gutes Gefühl. Irgendwie hab ich schon geahnt. So, da sind die letzten Besprechungen für die Schlussmach-Szene. Und ich glaube, die beiden werden das richtig gut machen. So, da ist die Schlussszene. Und Emma, lauf. Ja, genau. Tobi zur Kamera schauen. Zu ihr, genau. Und bleib da stehen. Lauf weiter, auf der Schlussseite. Und seid ready? Und Action. Und Emma, lauf. Und nach rechts und weiter, weiter. Und Tobi zur Kamera schauen. Und nochmal die Schlussszene. Und Action. Und nochmal zuschauen. Und zum Gelände. Oh mein Gott, ich bekomme jetzt verstört. Mein Make-up ist eine Katastrophe, meine Haare sind Katastrophe. Wir sind jetzt fertig mit dem Take, mit dem Schluss noch. Ihr habt einiges gesehen. Wir haben es sehr gut gemacht. Und jetzt haben wir ein Studio, Leute. Leute, ich bin jetzt im Studio angekommen. Es ist richtig cool hier. Hier sind so Farben, jetzt einfach ein Schminktisch. Und dieser Raum ist so mega ästhetisch. Es ist überhaupt so ästhetisch. Ich bin gerade im Auto eingeschlafen. Meine Haare sind so kaputt, Leute. Du musst die gleich kämmen. Ich habe meine neuen Schuhe jetzt an, Leute. Die sind sehr schön. Und das ist jetzt mein Outfit. Wir haben TikToks gedreht. Die ganze Zeit. Ich bin am Essen gerade, aber egal. Jetzt machen wir weiter mit dem Musikvideo, Leute. Es ist so cool. Oh mein Gott, Leute. Wir schauen jetzt, oh mein goodness, wir schauen jetzt Tobi, welches Outfit der anzieht, schwarz oder das blaue. Ich finde das schwarze natürlich besser, weil match zu meinen Schuhen, match zu meinem Oberteil. Und dann sehen wir einfach alle wunderbar aus. Und hier sind die anderen alle. Und es geht los. Ich zieh blau an, habe ich gerade beschlossen. Naja, oder? Dann matchen wir halt nicht wie Twins. Ja, natürlich matchen wir dann, ich habe auch blau. Der Meister ist dran, Leute. Dann bin jetzt ich der Verlierer. Einfach, Tobi, einfach Tobis Klamotten an, Leute. Basti sieht so gut aus. Einfach, können wir das ansuchen? Tobis Schuhe, Tobis Jacke. Der sieht sich aus wie diese Lichter. Muah, Bombe. Ehrlich, ich find's so geil. Und jetzt gleich sind wir dran. Tobi ist dran, Leute. Und jetzt der Drop, Leute. Boah, diese Lichter. Leute, ich habe jetzt auch meine Szene gemacht mit den Lichtern. Und jetzt. Ja, meine Szene. Du bist Szene. Okay, was? Und jetzt ist Tobi gleich mit Lipstick. Hallo, Leute. Dran. Ich wollte nochmal sagen, wie gut ich bin. Ja, ich hoffe. Aber ich mache jetzt nochmal einen Take. Okay. Wir werden jetzt nach Hause rüber von Basti. Und Basti dreht noch ein bisschen. Und dann machen wir alles. Hause, nein. Dann machen wir alles fertig. Wir werden morgen wieder fahren. Leute, ich muss doch noch was drehen. Ja, wir müssen noch was drehen. Alle rein. Kann ich auch noch? Ja, ja. Leute, ich will auch noch mal kurz ein Video zu sehen sein. Dann lass los. Ja. Und was machen wir noch mal? Letzte Szene drehen und dann gehen wir feiern. Gehen wir raus. Zeig dir das. Oh! Ich fass meinen Arsch an. Oh. Jetzt geht's ab, Leute. Leute, das mussten wir gerade drehen. Sieht alles von YouTube wieder. Nein, wir können das jetzt nicht von YouTube wissen. Stimmt, also, nicht von YouTube. Den nehme ich nicht mehr. Aber Leute, wir haben so ganz viele gemacht und müssen jetzt unterschreiben. Basti hat das jetzt noch mal gedreht. Und jetzt gleich gehen wir nach Hause. Oh mein Gott, ja Leute. Bis nach Hause. Oh mein Gott, Leute, Basti hat eine große Liebe kennengelernt. Er will abhauen für sie, er will nach Berlin ziehen für sie. Nein, Leute, halten wir ihn auf.
aber unser Drehtag war erfolgreich. 14 Stunden fürs Musikvideo gedreht. Das wird ein tolles Musikvideo. Schaut es euch an. Ihr könnt es euch jetzt schon anschauen, weil es ist schon draußen. Und wir sind jetzt am Hotel und schlafen. Oh, eigentlich möchte ich es beenden, also, aber hey, warum ist es unscharf? Egal. Das jetzt nicht, weil wir mussten euch noch was zeigen, schnell. Genau, weil wir haben nämlich eine Überraschungsparty gestartet im Bassis Zimmer, weil er ist gerade unterwegs. Und jetzt haben wir Überraschung gemacht für ihn, falls er wieder ins Zimmer. Also erstmal hier schlafen wir beide, Tobi und ich. Oh ja. Das wird gut. Ich werde wahrscheinlich auf dem Boden schlafen. Da ist unser Fernseher. Hier ist noch alles okay, da liegt Bastis Hose. Ich weiß auch nicht, warum die da liegt. Kurze. Das Wichtigste jetzt gar nicht. Ja, das mache ich ja gleich. Das mache ich ja Spannungseffekt. Hier ist eine Lampe. Hier hat Tobi gerade jemand angerufen. Und da haben wir einmal Bastis Bett. Wir haben einmal hier einen Stuhl für ihn. Ich hoffe, dass es passt. Für seinen Kopf. Und dann haben wir Besuch für die. Nee, dann haben wir den Sessel. Ja, da haben wir einen Sessel für den Damenbesuch, falls der noch kommt. Mit einer Unterhose von ihm. Mehr wollen wir euch noch nicht zeigen. Wir schlafen jetzt. Gute Nacht. Peace, Leute, was geht ab? Hier. Nachti. Hi, Leute. Es ist Abreisetag. Das heißt, das Video ist jetzt beendet. Es hat mich sehr gefreut, hier in Berlin zu sein und einige Gesichter wiederzusehen.